Hier haben wir also einen Bart und der Bart, der wandert auf der Zahlengeraden. Aufpassen, nicht mehr Zahlenhalbgeraden. Eins nach links, nochmal eins nach links, nochmal eins nach links und nochmal eins nach links. Wie viel ist er dann nach links? 4. Minus 4 in dem Fall. Das heißt, er geht minus 4 rüber. Weil es nach links geht, ist es minus 4. Gut, das gleiche macht er nach rechts. 1, 2, 3, 4. Wie viel ist er dann gefahren? Plus 4. Also das heißt, wenn er nach rechts fährt, fährt er plus 4 auf der Zahlengeraden, ist klar. Wenn er links fährt, ist er minus 4 gefahren. Klar, geht er ins Negative und hier ins Positive. Nur, im Bad ist es eigentlich völlig egal, weil er ist eigentlich einmal immer 4 Längeneinheiten gefahren. Also 4 hier und 4 hier. Und darum geht es heute, um Betrag und Gegenzahl. Weil was ist das Komische dran? Hier ist zwar minus 4 und hier ist plus 4, aber beides Mal ist er einen Weg gefahren. So kann man sich das vielleicht am besten merken. Die zu den Zahlen plus 4 und minus 4 zugehörigen Zahlenpfeile haben entgegengesetzte Richtungen. Also hier minus 4 und hier plus 4. Aber sie haben die gleiche Länge. Also sie sind beide gleich lang. Der Bart ist jeweils 4 Längeneinheiten gefahren und hier 4 Längeneinheiten gefahren. Aber einmal eben minus 4 und einmal plus 4. Die Zahl 4 ist der Betrag der Zahlen plus 4 und minus 4. Das heißt, wenn ich den Betrag von minus 4 nehme, kommt 4 raus. Wenn ich den Betrag von plus 4 nehme, kommt auch 4 raus. Und die Zahlen 4 und minus 4 nennt man Gegenzahlen. Sie haben denselben Betrag, aber verschiedene Vorzeichen. Das heißt, minus 5 und plus 5 wären auch Zahl und Gegenzahl, hätten aber denselben Betrag. Minus 6 und plus 6 hätten auch denselben Betrag, aber sind eben Gegenzahlen und so weiter. Man schreibt das Ganze mit zwei so Strichen. Der Betrag von minus 4, der ergibt 4. Also man könnte auch sagen, wenn der Bart minus 4 läuft, dann ist es trotzdem eine Strecke von 4. Lies, der Betrag von minus 4 ist 4. Der Betrag von plus 4 ist auch 4. Also wenn ihr dann irgendwann mal so eine zwei Strichle habt und es steht eine Zahl dazwischen, kommt trotzdem was Positives raus. Ja, und das kann man sich am besten merken mit dem, wie der Bart fährt.